Herzlich willkommen. Jetzt kommt der Cold Opener. Ihr seid bei The Messenger und weiter geht's im Mid-Boss-Endkampf-Gegner-Modus. Mid-Boss-Endkampf-Gegner-Modus. Das ist doch ein geil. Mid-Boss-Gegner-Endkampf-Modus. Wir machen einen Mitkampf. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu The Messenger an diesem freudigen Morgen. Wir sind alle ein bisschen durch, weil wir ja gerade live sitzen und ein bisschen kaputt sind. In unserem Alter braucht man auch ein bisschen Zeit. Eddie macht das, was ich hasse, wie die Pest. Ich versuche hier den Monitor einzustellen. Warum ist bei Monitor nie eine Beschriftung auf den Tasten oder über den Tasten? Ja. Die sind immer unten oder schwarz oder in irgendeinem komischen. Ich fühle es so sehr. Das ist, weißt du, nach Mikrowellen ohne Wattanzeige sind Monitore mit 8 Tasten ohne eine Beschriftung, mit so einem fitzigen Onscreen-Menü, sobald du, und dann drückst du trotzdem 10-mal falsch, weil du nicht weißt, ob du ausschaltest oder bestätigst, weil diese Information das Onscreen, die Menü nämlich nicht gibt. Und jetzt passiert gar nichts auf keiner Taste. Nee. Auf keiner Taste passiert irgendwas. Ist er jetzt an? Ja, er ist an, weil er gelb leuchtet. Warum kann er nicht grün und rot leuchten? Rot aus, grün an. Nichts passiert. Könnte ich wieder alles kaputt schlagen. Das ist wieder eine Runde, das sag's euch. Ja, das ist wirklich zum Kotzen einfach. Gut, dass du genauso genervt bist wie ich. Ich bin auch richtig genervt. Hey, hallo. Immer schön kommentieren, liken und ein Abo dalassen. Ne? Wir sind RBTV, der 24/7 gute Laune-Sender. So, wir sind übrigens beim Bossgegner. Jetzt brauche ich mir. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Weißt du noch, wie der geht? Ja. Hä, wieso labern die denn schon wieder? Das hatten wir doch alles schon. Aber vielleicht. Ich habe ja eben gelesen, dass dieser Dialog sehr, sehr wichtig ist. Aber den haben wir ja auch schon gelesen. Ja, ich erinnere mich noch nicht mehr genau dran. Ja, das ist ja natürlich wieder so eine Demenzgeschichte bei dir. Auch. So, also. Das Problem war hier, dass die Pattern eigentlich gar nicht so schlimm sind, aber so, genau. Du musst ja in die Fresse schlagen. So, so. Ja, das ist sehr gut. Oh, das ist gut. Ja. Bleib mal da. Nee, doch. Das machst du super, aber du verlierst auch die ganze Zeit Energie, ne? Das sei an dieser Stelle. Bei jedem Treffer. Ja, das wird nichts. Das ist noch nicht die Taktik. Ich weiß, wir müssen es schnell machen. Aber ich glaube. Ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund gedacht, man kann die Energie aufladen. Ja, jetzt, sehr gut. Bleib oben, jetzt. Oh, das ist sehr gut. Nee, du kannst nicht, aber genau diese Laserhände, das habe ich nämlich auch gedacht, wenn man es schafft, da oben. Oh, guck mal, er leuchtet das erste Mal. Wenn man es schafft. Achtung, genau, einfach laufen. Oh, ist das geil. Geil. Scheiße, ja, genau. Und da jetzt hoch, eben mitgeben. Und jetzt versucht, genau, jetzt muss man irgendwie an die Seite. Shitty fucking Stein. Ficky Bär. Oh, neu. What? Was? Ah, okay, das war was, eine neue Technik. Die kannten wir nicht. Willst du es nochmal, weil du gerade so rein warm reinkommst? Okay, aber fürs erste Mal war nicht schlecht. Reinkommen. Ja, aber du bist natürlich. Ach, du hast auch vergessen. Ja, dann holen wir uns das halt nochmal. Ja. Es ist schlimm. Ist total wurscht. Keine Ahnung, was hier Count Teufelchen auf unseren. Das ist ja nur. Wir hoffen, dass es wurscht ist. Nicht, dass wir ein C-Ranking bekommen oder so. Es hätte ein S-Ranking sein können. So, jetzt bin ich gespannt. Also, super geil war, dass du bei dieser Laserkacke da oben warst. Weil wir waren da immer unten, dann kommen ja diese Bällchen unten, wenn du dich erinnerst, über die man springen und so muss. Bällchen unten. Ja. Und natürlich genau das, was du gemacht hast. Dieses Springen, wenn du schlägst, kannst du ja, genau, nochmal. Das ist super. Und jetzt bleibst du. Ja, da würde ich jetzt weggehen. Aber wenn du es timest und im so, Ring bleibst. Schieß erstmal, schieß ihm mal ein paar Schuriken. So. Ja, das darf man nicht. Aber wenn du es schaffst, innerhalb des Kreises halt sozusagen zu bleiben, das wäre ja schon feist. Das stimmt, aber ist das. Ist das realistisch? Nee, das glaube ich nämlich nicht. Guck, habe ich mir einen Schlag hab ich mitgegeben. Ich glaube, das ist nicht. So, jetzt musst du irgendwie nach oben kommen, weil ich glaube, jetzt macht er. So, ja. Die Hand. Hättest du da irgendwie hoch. Nee, ne? Da kannst du, glaube ich, stehen bleiben, ein bisschen weiter links. So. Ja. Jetzt macht er genau noch hier den. Nicht? Das ist eine große Hilfe. Ja, ja, ich mit meinen Prophezeiungen lag schon so häufig falsch. Also, das ist ja. Ach ja. Ja, das ist sehr gut. Achtung,
Sie kommen? Versuch mal. Ja, ich weiß. Du willst im Auge des Sturms segeln. Ich will es einfach mastern. Ja, weißt du? Ja, ich verstehe. Wenn das gut funktioniert, kannst du auf jeden Fall, ist das ein Video, das bringt dir 1 Million Klicks. Mhm. Und doch, in 30 Jahren kommt dann so ein Doku-Team zu dir. Wer war dieser Mensch, der es geschafft hat? Ja, ich fall doch runter, du Arschking! Ja. Du hast deinen geheimen Namen gefunden. Aber du machst das gut. Also du bist ja offensiv, das Problem ist nur, dass es leider der Preis dafür ist. Das, bleib, ja, ja. Bam, bam, zack, zack, in your face und spring und zack. So, und jetzt? Okay. Das, was sich am meisten gekostet hat, ist immer, wenn er gleich wieder Blinkenstein macht. Okay. Ah, alles klar. Hä? Okay, also, was haben wir gelernt? Unten die Brodelplattformen sind die, wo die Laser kommen. Die nicht brodelnden, da kannst du stehen. Das war exakt genauso schlecht wie der. Ja! Aber beides besser als alle. Also wichtig ist, dass wir den Haken mehr benutzen müssen. Ja. Du kannst dich mit dem Haken sowohl an die Hände als auch an das Gesicht ranziehen. Okay. Und der Haken war natürlich auf B. Oder ja. Ich muss jetzt mal das verinnerlichen. Und natürlich der gute alte. So, und wenn ich jetzt hier doch draufspringen kann, ja, das bringt das doch. Das war jetzt aber ja auch wirklich, da musst du jetzt dann hoch und jetzt auch mal dann hauen vielleicht. Ja, warte. Ah, siehst du, das haben wir das noch nicht gemacht, was, ja, alles klar. Oder auch noch nicht, aber. Komm her, komm. Ja, da kannst du noch hauen. Ja, warte, lass mich doch erstmal ein bisschen reinkommen. Nee. Jetzt hast du doch. Du machst das auf die ruhige Art und das ist auch richtig. So, es kommt wieder. Oh. Der bringt dir leider nichts. Nee, genau, ich komme runter. Den musst du halt. Ah, scheiße. Egal. Du musst halt irgendwie ausweichen. Ja. Hoch und schlagi. Ja. Okay, hätte ich mich dran ziehen können? Ja, aber bringt ja nichts. Bringt ja nee, genau, nichts. Solange die Kugeln da oben im Kopf sind. Ja, gut, Colin. Muss ich soweit? Ja. Gut. Und. Schade, das wäre geil gewesen da oben. Nein! Ah, oh, ja, du, ja, aber nur einer, ja, ne? Ist egal, ist nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Arschgesichtige Arschgeburt. Ach, das ist okay, ja, ja. Zweimal die Passage durchgenommen. Na, scheiß Leckofant. So. So, das will ich sehen, weißt du? Ach, Checo. Checo. Checo, Alter. Das geht wie so ein Hund aus Bravo TV. Hey, ich bin Checo. Checo. Oh, hast du es gesehen? Ja, das war nice. Das war ein geiler Move, oder? Komm. Weg da, weg! Ja, das war kein guter Move! Okay, ich war noch so begeistert. Checo, ey. Okay, ja, kriegen wir hin, komm, kriegen wir hin diesmal. Ja, wir wissen ja nicht, wie viel da noch kommt, ne? Ja, aber ich glaube, wenn er diese Bodenplatten, also ich glaube, den Trick, den er bei dir ausgepackt hat, eben als er an. Was muss man da machen bei diesen Bodenplatten? Da siehst du, wo es brutzelt, da gehst du nicht hin. Achso, da kommen die Strahlis. Genau. Okay. Und ich glaube, seine Hände brutzeln, aber du hast Schaden genommen, als du an seinen Brutzelhänden hingst. Sehr gut. Ja, ja, das ist so, die Phase habe ich ausgelassen. Oh, das ist aber toll. Und du hast auch nur einen verloren, er hat mehr verloren. Ja, dumm. Oh, schön. Nasen! Schuriken. Schuriken. Sehr gut. Oh, nein! Jetzt okay, da kannst du jetzt nichts. Er hat ein bisschen Angst bekommen, glaube ich. Oh, guck, wie du drunter wegtauchst. Boah, der letzte. Shit, Fick. Ja, war ein bisschen zu gierig. Bisschen zu selbstbewusst. Aber so. Traumhaft. Das ist ein sehr, sehr. Das war richtig in der Eile, weil die Keile. Was machst du? Ich warte noch. Ah, ich wollte. Jetzt willst du wieder. Ich weiß, was du willst, aber das kann sich jetzt. Zu gierig! Zu gierig. Du sagst es. Jetzt gehen die. Ja, Tauchbär! Nein! Fuck! Das war aber gut. Du bist halt einfach offensiver, was über weite Teile, wenn es nicht über diese Kuppe der Gier hinausgeht,
sehr geil ist. Und bei mir kostet das immer viel Zeit und viel Zeit und trotzdem irgendwann ist das Lebensende erreicht. Ne? So, wie hättest du das jetzt gemacht? Ich habe auch diesen Hängehaken noch nicht so verinnerlicht. Direkt hoch. Ja. Da direkt. Ah. Noch eine Chance. Ja. Und hoch geht's, da springen und schlagen. Aber ich will jetzt, pass auf, ich will reisen mit ihm. Aber das kannst du ja zusätzlich noch machen. Und dann jetzt wieder dran ketten sozusagen. Jetzt kommen sie, ne? Da, zu spät, zu früh. Aber stark. Jetzt drauf. Ja, ja, ja. Das, so, das will ich sehen. Wenn er nämlich jetzt hier, jetzt macht er nämlich Fliege, so. Ah, das war verschwendet, aber ist egal. Oh, das war mal ganz, na egal, hätte ich dran können. Mist, ich hab diesen scheiß Haken einfach noch nicht verinnerlicht, Lego Bär. Checko, ey. Ja, und jetzt, und jetzt? Oh. Ja, so ja, ist das schön, ne? Das ist also, abgezeichnet einfach, ne? Können wir noch ein bisschen später, ja, aber das wäre absolut tödlich. Schlage. Ja, jetzt hast du hier volle Energie und jetzt da ranketten. So. Jetzt macht er doch hier seinen. Ja, den will ich nämlich sehen. So, pass mal auf jetzt. Zack, 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 zack. Ah, hat mich klatscht. Ranketten, ranketten. Oh, ja, warte, nee, da war doch die Lücke. Da war aber die Lücke. Da war die Lücke. Weg da. Komm, ich reise auf deine Hand. Jetzt auf die andere Hand. Ja. Jetzt kommen die Fliegdinger. Stark von dem. So, gefällt dir. Du bist einfach so ein Rhythmustyp. Das merkt man das in den Musiker halt auch. So, du bist meinst ein, du, ne? Ja, es ist da ja eingegroovt. Jetzt da. Ja. Jetzt keine Pro-Taktik. Oh, was macht er da? Ja, okay, ja, nicht nutzige Gelegenheit. Ja, doch. Warum ach, scheiße. Dieses Ketten. Jetzt kommt, Achtung, Achtung, denk dran. Ja, so, wo kommen da? Da bleiben nicht stehen, da bleiben stehen. Oh, aber die kommen noch mehr als einmal. Da weg. Da weg. Oh, und jetzt schlagi, schlagi. Ah, oh, Kletschibär. Kletschibär. Ja, ja. Oh, schneller. Ja, schlagi, 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 schlagi. Immer weiter schlagi. Nein, das ist ne. Okay, okay. Ah, mach mal. So. Ja, so, komm drauf, da ja, ja, warte, warte, warte. Das bringt ja nichts. Er macht ja immer zu dann. Da geht er down. Der war eigentlich easy. Der war eigentlich sehr easy. Ich weiß gar nicht, warum wir letztes Mal so lange gestruggelt haben damit. So, der Arschkönig ist gefallen. Check. Ich würde sagen, nächste Woche mit einem neuen Spiel. Oh, jetzt bin ich gespannt. Übernächst, weil nächste Woche brauchen wir noch zum Überlegen. Ah. Ist durchgezockt oder was? Das sieht ja geil aus. Aber wir haben alle Skills. Okay, ich glaube, er kommt. Lass mich dieses Mal mit den Teil mit der Prophezeiung machen. Ich halte mich da raus. Macht, was ihr wollt. Du hast die Machtprobe also bestanden? Gut, was kommt als nächstes? Die Prophezeiung zu erfüllen, musst du die Glaubensprobe bestehen. Dazu musst du den Sprung wagen. Den Sprung? Den Sprung, ja. Kapier ich nicht. Naja, die Glaubensprobe, du springst und beweist damit deinen Glauben. Macht Sinn, oder? Was bist du jetzt? Oh Mann, jetzt spring endlich. Jetzt komm schon, ich wollte hier einen epischen Moment erleben. Und nun, Held, verleihe deiner Hoffnung Mut und deiner Stärke einen Sinn und wage den Sprung in dein Schicksal, um als der wahre Messenger hervorzutreten. Okay. Soll ich? Naja, aber mit Flow. Mit Flow, ne? Mit Flow. Oh oh. Oh oh. Toller Sprung. Oh. Geil, er hat einen Hut bekommen. Ins Licht. Ja, ich weiß nicht, das ist wie bei Poltergeist. Ins Licht oder nicht ins Licht? Die widerspricht sich ja auch permanent. Wie hieß sie? Carol Ann. Carol Ann. Oh, den kennen wir doch. Ach ja. Ach, der ging mir ja letztes Mal schon auf den Sack. Ah, er geht freiwillig. Voll Angst. Cool, wieso bin ich denn jetzt hier mit so einem geilen Hut bewaffnet? Kann ich auch schleudern? Erstmal noch da, jetzt nicht. Geile Bassdrum. Was ist jetzt? Was ist das da oben? Kannst du irgendwas Neues? Kannst du mal. Nee, bisher nicht. Ich kann nur. Oh.
ist denn das jetzt hier? Dumm. Dumm! Das ist ein Trampolin. Oh, da bin ich hoch. Jetzt kannst du da oben? Erstmal rechts. Ja. Achso. Alter, bin ich dumm! Mein Gott. Okay. Die Überreste von Sergeant Slaughter hier. Ah, Sergeant Slaughter. Alter, am geilsten. Und natürlich die. Wie hießen die nochmal? Die Doom-Dings? Legion of Doom. Die Musik ist leicht anders, ne? 37 Siegel noch. Also da muss ja noch einiges kommen. Das bist du wieder dran. Was ist passiert? Ich wurde teleportiert oder so? Und jetzt sieht alles anders aus? Hallo? Okay, das ist mal wirklich ein cooler Hut. Ganz im Ernst. Wow. Weißt du vielleicht, was passiert ist? Tut mir leid, ich komme nicht über den Hut weg. Brauchst du etwas? Upgrades. Mit 36 Tropfen? Nee, da geht nichts. Brauchst du etwas? Reden. Aktueller Bereich. Willkommen in den Wolkenruinen. Den Überrest deiner Zivilisation von Riesen, die in den Wolken lebten. Überresten ist falsch geschrieben, muss natürlich groß geschrieben werden, ne? Aber dieser Ort ist wunderschön, aber die Gebilde kommen mir bedenklich vor. Ja, kein guter Ort, wenn man Höhenangst hat. Wie weit oben bin ich? In meiner Gunst, meinst du? Was? Nein, geografisch. Nun, du hast den Turm der Zeit auf dem Gipfel des Berges betreten und ihn dann an der Spitze verlassen. Ich würde sagen, du bist ziemlich weit oben. Genieß die Aussicht. Neuer Look. Warum sieht alles so anders aus? Ich hatte mich schon gefragt, wie du mit den Folgen der Zeitsprünge umgehen wirst. Unwissenheit ist wohl tatsächlich ein Segen. Wie mein? Dieser Moment im Turm der Zeit. Ja? Ich habe dich in die Zukunft geschickt. Cool. Ja, genau. Cool. Kennst du Geschichten? Hast du eine Geschichte für mich? Klar. Hier ist eine Geschichte für dich. Es war einmal ein kleiner, an Hunger leidender Junge, der keine Gelegenheit ausließ, den Bewohnern seines Dorfes zu helfen. Eines Tages, nachdem er einem alten Mann beim Tragen eines schweren Weizenbündels geholfen hatte, wurde ihm ein Laib Brot angeboten. Iss nur, mein Junge. Du hast es dir verdient, sagte der Mann. Wenn du aber noch mehr helfen möchtest, im Wald verstecken sich zwei Gnome, die sogar noch hungriger sind als du. Der Junge war mitfühlend. Er hatte sich sofort entschieden. Nach einer kurzen Wanderung fand er die Gnome und teilte das Brot für beide auf, ohne auch nur ein Bissen für sich aufzuheben. Vielen Dank, lieber kleiner Junge, sprachen die Gnome strahlend. Es scheint, du hast unseren Fluch aufgehoben. So war es in der Tat. Ein Geist hatte die beiden Gnome als Strafe für ihre Gier mit einem recht lästigen Fluch belegt. Sie wurden in den Wald verbannt und trugen eine kleine magische Mühle bei sich, mit der man alles herstellen konnte, was man sich wünschte. Doch die Magie der kleinen Mühle würde erst aktiviert werden, wenn die Gnome in einem Akt der Selbstlosigkeit von einem fremden Essen erhielten. Hunger leiden zu müssen, während man ein Relikt bei sich trägt, das Überfluss verspricht, ist in der Tat ein grausames Schicksal. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht der kleine Junge war, als man ihm den magischen Gegenstand gab. Sprich den Namen von etwas, das du begehrst, und dreh die Kurbel dabei nach rechts. Dann wird die kleine Mühle das Gewünschte ohne Unterlass erschaffen, erklären die Gnomen. Oh, bitte keinen Fehler machen jetzt. Dreh die Kurbel nach links, dann hört sie auf. Nachdem der Junge einen riesigen Haufen Essen für die beiden Gnome erschaffen hat, kehrte er zurück ins Dorf, um den Leuten mit seinen neuen Kräften zu helfen. Während er immer beliebter wurde, wurde seine große Schwester jedoch immer eifersüchtiger. Ach, jetzt kommt da plötzlich eine völlig neue Person. Die ganze Zeit war nicht die. Ja, gut. Okay. Eines Nachts ertrug sie es nicht mehr. Sie stahl die kleine Mühle vom Nachttisch ihres Bruders zusammen mit zwei Pasteten, die vom Festmahl an jenem Nachmittag übrig geblieben waren. Um den ganzen die Krone aufzusetzen, nahm sie das Fischerboot der Familie, mit dem sie zu neuen Ufern aufbrach, in der Hoffnung, dass nun endlich die Rolle der beliebten Versorgerin zufiele. Als sie auf See war, entschloss sie sich, eine der Pasteten zu probieren. Doch der Speise fehlte es an etwas. Es kommt.
Es war an der Zeit, die kleine magische Mühle auszuprobieren, dachte sie bei sich. Gib mir Salz, sagte sie und drehte die Kurbel nach rechts. Und sie bekam Salz. Unmengen an Salz! Die große Schwester hatte allerdings nie aufgepasst, wie sich die Mühle stoppen ließ. Halt, halt, kleine Mühle, rief sie. Zunächst genervt, dann besorgt und schließlich in heller Panik. Bald lief das Salz über den Rand des Bootes hinaus und versenkte es unter seinem Gewicht. Man sagt, die versunkene kleine Mühle funktioniert noch heute und sei der Grund dafür, warum Meerwasser salzig ist. Ja, ist eine interessante Geschichte. Solide Erklärung. Interessant. Hört sie sich für mich aber irgendwie wie eine Geschichte für Kinder an, die Dinge über die Welt erklärt, den eigentlichen Grund, deren eigentlichen Grund wir kennen. Schwieriges Publikum, was? Warum erzählst du mir nicht eine Geschichte und ich beurteile sie? Du suchst also nach weiteren Erkenntnissen? Wie wäre es damit? In Anlehnung an die Art und Weise, in der die große Schwester ihrem Bruder den Erfolg nicht gönnte, entstand die Redewendung, jemandem das Salz in der Suppe nicht gönnen. Hä? Ja, aber noch was. In Anlehnung an die mangelhafte Bedienung der kleinen Mühle durch die Schwester, die zu ihrem Untergang führte, sagt man, dass es Menschen, die es einfach nicht drauf haben, an Salz und Schmalz fehlt. Hey, das macht Spaß. Du solltest gehen. Ich werde mir weitere Erkenntnisse zum Thema Salz ausdenken. Zurück. Okay, wollen wir noch mal hier gucken in den Schrank? In den Schrank gucken? Fass den Schrank bitte nicht an. Okay, gibt's nichts Neues, Gott. Gut. War das denn jetzt hier eigentlich der große, dieser Wahnsinns-Twist? Mit der in die Zukunft geschickt werden? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich hab ja, also... Ach, hätte ich natürlich. Ey, warte mal. Was? Aber unten rechts ging's auch noch weiter. Nee. Nee, soll ich weiter nicht. Du meinst, es soll auf die andere Seite? Das geht ja nicht. Ja, das Lämpchen kann er nicht nach oben. Nicht, oder was? Gott. Ich weiß, nachher haben wir wieder kein Geld. Oh, guck mal, ein Secret of Mana. Fliegt der Baum. Da kommen wir nicht hoch. Oh, was ist das? Naja, aber also, was hast du denn gedacht? Dass du nur einen Stein? Ja, ich dachte, ich kann durchrennen. Das wäre ein bisschen lästig gewesen. Oha, neuer Gegner. Ich wollte dir nicht so eine kleine blaue Fee. Oh, das war wahrscheinlich, wenn dir die Haut, kriegt dir das Bad Ending oder so. Nee, dann kannst du mich da oben lang. Geh nochmal zurück. Wie meinst du da oben? Ja, du schlägst Ach so, ich schlage und springst sie? Dann so da hoch. Ja. Das ja, probieren wir nochmal. Das geht. Was? Nee, it's not meant to. Probieren wir es nochmal einmal. Ach, hast du es 16-Bit? Das war der. Das aber war der. Ach so. Ist die Grafik jetzt so viel besser? Ja, ein bisschen bunter halt, ne? Okay, danke Regie für diese Anmerkung. Das stimmt schon, aber das stimmt, die Musik ist auch nicht mehr ganz so chiptunig. Aber ist jetzt die Grafik besser geworden? Also ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja, doch, ist auf jeden Fall bunter und höher aufgelöst. Aber höher aufgelöst weiß ich nicht. Aber sieht schon mehr so nach Super Nintendo aus, weißt du? Ja, jetzt, das Problem ist, dass wir jetzt eine Woche nicht gezockt haben. Und jetzt ist so ein bisschen aus dem System raus, wie es vorher aussah. Das wäre mir jetzt echt nicht so aufgefallen. Nee, das ist wohl korrekt. Ich gehe mal davon aus, dass hier das Geheimnis ist. In die Zukunft geschickt ist natürlich geil. Wenn es jetzt 3D wäre oder ein Ego-Shooter, wäre es noch ein bisschen möglich. Aber okay, wir sind jetzt im 16-Bit-Zeitalter. Ja. Okay, das ist witzig. Meinst du, wir kommen noch weiter? Nee, ne? Okay, der Witz ist, das ist ein netter Gag. Finde ich auf jeden Fall. Haben wir aber noch nie gehabt, ne? Innerhalb eines Spiels mit Zeitsprüngen. Ich glaube, wir mussten gerade in eine Werbepause gehen, die wir einfach ignoriert haben. Ja, komm weiter. Machen wir weiter? Ja, war schlecht. Da oben, nach oben. Aha. Nee, wir müssen doch da hinten. Aber da oben, da ist was. Sag nicht, da ist so eine Lampe. Da ist eine Lampe. Geil, eine Lampe. Aha, volle Energie. Ja. Gern geschehen. Hui! Stimmt, Evoland kommt dann noch. Ich meine, dieses Zelda-RPG, wo du erst im Gameboy-Zeitalter anfängst und dich dann sozusagen in verschiedenen Epochen spielst. Habe ich selber nicht gezockt, aber ist auch momentan, glaube ich, im Angebot im E-Shop. Habe ich gestern gesehen. Ja. Weil ich bin ja momentan am Fire Emblem zocken.
Hast du schon mal? Du hast ja schon mal Episoden gespielt. Ja, ja, früher halt so auf dem Gameboy und so. Aber halt jetzt das neue Three Houses. Und da sind wir bei uns bei Game Two super begeistert. Was sagst du? Ja, ich habe ein bisschen eine Zeit lang gebraucht, um mich da reinzufuchsen, weil das schon sehr, also die haben viele neue Elemente reingebracht, die über das Strategiespiel an sich hinausgehen. So ein bisschen Persona-mäßiges Socializing, wo ich erst gedacht habe, oh Gott, das ist eigentlich genau das, worauf ich keinen Bock habe. Mhm. Ja, das geht nicht. In dieser Monastery da, in diesem Kloster oder in dieser Schule, so ein bisschen Hogwarts-mäßig. Aber ich muss sagen, wenn man dem Ganzen mal eine Chance gibt und so ein bisschen sich da reinfuchst, dann merkt man schon, wie so die Zahnrädchen so ineinander greifen. Ja. Und jetzt hat es mich tatsächlich auch schon so ein bisschen gepackt. Und es ist halt wirklich so, du kannst es ja auch so spielen, dass wenn da eine Einheit stirbt auf dem Feld, dass sie dann für immer weg ist. Mhm. Und wenn du dann durch diese Quests und durch dieses Labern und Socializen in dieser Monastery und so, werden die halt auch besser, aber die haben auch alle wirklich eine reiche Backstory und Dialoge und alles. Und dann wachsen die dir schon auch so ein bisschen ans Herz und du lernst die dann auch schon besser kennen und so. Mhm. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, so diese Nippon-JRPG-mäßigen überzeichneten Charaktere und so. Hey, Professor! Das ist deutsch synchronisiert? Nee, ich spiele es auf jeden Fall auf Englisch. Thank you for teaching me. I love to learn from you. Aber ich muss sagen, es entfaltet dann doch durch die vielen Klassen und Skills und Möglichkeiten, dann freut man sich wieder auf eine Schlacht, wenn die kommt und so. Das ist der Raum, in dem wir Boni kriegen, ne? Und ich glaube, diese Woche kommt sogar DLC. Ja, da links raus. Nee? Nee, glaube ich nicht. Kannst probieren, das Problem ist nur, wir kommen da ja nicht zurück, weißt du, wenn ich schwebe. Nee. Fuck. Ja, hätte sich hier mit dem Haken natürlich dranhängen können, aber. Ja, war ja nicht lang genug. Aber gut, das ist Nobel, dass du es probiert für uns. Ja. Gut, machen wir weiter an dieser Stelle. Das ist schön. Wie viele Schulden haben wir eigentlich? Aber dann nochmal zurück, zurück. Du bist so schnell. Da war nichts. Doch, da war noch was oben. Was war denn da? Da war hier oben. Was ist das denn da? Wo? Ja, da. Diese Kante da. Ja, da komme ich da nicht hin. Ja, du musst ich da hinkommen? Ja, mit Skill. Du weißt doch, wie es ist. Du kannst ja nicht du kannst ja keinen Höhenmeter machen hier. Ist ja nicht hoch. Ah. Ach, du Schwein! Du Schweinemensch! Okay, okay. Das war super easy peasy, lemon squeezy. Na gut, ich war eben einfach zu schnell. Das war einfach nicht einkalkuliert vom Spiel. So, das habe ich natürlich wieder nur einen grünen. So, und da wollen wir jetzt mal. Da war ich vorhin ach, ist mir doch egal da unten. War da noch irgendwas? Nee, da waren nur die kleinen unten. Erstmal den Speicherpunkt, so. Warte, hab ich da? Nein. So, komm. Gehen wir nochmal runter. So. Ach so. Guck mal, die Wolkenzähne. Ach, da, okay. Mhm. Du bist jetzt nicht in den Shop reingegangen, ne? Oh, oh, wo war der? Ach, ich hatte nur ein Leben. Wo war denn der Shop? Da war doch da ein Shop. Da war ein Shop! Hier? Ja, klar. Das habe ich natürlich. Oh, guck mal, der hat jetzt auch einen Hut auf. Hat er den von auch schon auf? Cooler Hut. Gefällt er dir? Trägst du ihn deswegen auch? Was? Du trägst ihn gleich nur. Ich hatte ihn zuerst. Ach, das ist also, was du dir einreden wirst? Na schön. Ich hatte ihn zuerst und du warst total fasziniert. Klar, so war das. Sicher. Es stimmt aber.
Du kannst deinen Kopf so lange in den Sand stecken, wie du willst, um dein Ego zu schützen. Das funktioniert aber nicht bei der Person, die anwesend war, als das alles geschehen ist. Brauchst du etwas? Blöder Kerl. Mein. Das ist ein guter Spruch, den merke ich mir. Erzähl, was du willst. Aber nicht, wenn jemand im Raum ist, der ebenfalls anwesend war und die Wahrheit kennt. Also nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja. Du willst jetzt nach ganz oben noch, weil ich da nicht vorbeigefahren bin, richtig? Das ist richtig. Da war ja auch was. Ich war nur zu faul, rüber zu fliegen. Ja, mach den schönen Sprung. Ja, sind schon bessere dran gescheitert an dem Sprung. Die sind dann aber auch nicht zurückgegangen, weil es aus Gründen. Meinst du? Ja. Was kommt wieder der Drache? Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das Bossgegner Timeline? Doch. Das will ich die Musik nie. Ja, ich glaube, du machst alles richtig. Der verpufft die Zähne. Geil. Und das ist gar nichts da oben gewesen. Nee, nee, das ist alles nur Fake News sozusagen. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab hier, Freunde. Etienne Gardet, Meister des ersten Tries. Das ist aber so ein bisschen wie die etwas leichtere Version von... Oh, oh, oh. Hm. Komm doch. Wie die etwas leichtere Version von Battletoads. Also, weißt du? Die viel leichtere ja. Version. Ja. Wieder ein Schock. Also man muss sagen, die Safe-Punkte, die sind ja schon ja. Sehr viel. Das stimmt. Aber die Stelle war jetzt auch nicht so. Aber es war vielleicht auch wieder nur das Übliche. Erst wir wissen jetzt, was passiert. Genau. Und die Hölle bricht gleich erst los. Das war, glaube ich, nur ein kurzer Vorgeschmack. Ja. Hey, das ist sehr nett gemacht, dass sie einen da nicht in die Quetsche schieben, ne? Ich muss sagen, 16-Bit ist halt einfach doch noch ein bisschen geiler. Also allein diese Farbgebung ist halt einfach ein bisschen geiler. Oh, siehst du das? Da musst du richtig schnell sein gleich. Ja. Die Gier! Das ist die Gier. Gear for Fear. Alles wieder für die Bank. Ja. Er frisst unser ganzes Gold weg. Gut. Da. Oh! Ach, dumm, dumm. Komm, Geistermann, Frau. So, das war die Gierstelle, ne? Also, ich lauf schon mal hier. Ich geh raus. Zu lang. Nein! Oh. Gier, ja, dumm. Annemai-Kante. Ist das deine ehemalige Austauschschülerin? Kennst du nicht die Band? Annemai-Kante? Annemai-Kante-Reit oder so? Annemai-Kante-Reit? Klingt so wie das Au-pair-Mädchen, das ihr abgelehnt habt. Du hast ja wohl schon mal gehört, den Namen. Ja, klar. Nee? Nee. Ernsthaft nicht? Nee. Für den nehme ich nicht ernst. Noch einer meiner Lieblingsgags aus. Unglaubliche Reise 1, ne? Ich glaube, Flugzeug. Komm, ihr euer Netz. Ja, so war das mit dem Humor damals. Ja, das ist ein Moment der Zögerlichkeit. Sollte das jetzt zur schwersten Prüfung aller Zeiten werden? Noch nicht gefrühstückt. Was ist das? Ach komm, jetzt habe ich auf die Frau geachtet. Nicht, meine ich, sonst wäre ich ja jetzt. Also, nicht, ihr wisst. Was war das Leckeres, was du da genascht hast? Ein Salzbrezel. Darfst du das? Ja. Danke. Naja. Weil ich noch nichts gefrühstückt habe. Das letzte Mal gestern um 18 Uhr gegessen habe, ist schon. Ja, so, wenn man sagt, ich habe noch nichts getrunken, dann schnappt man sich die Pulle Whisky. Also, ja. Auch, aber. So, mal bei schnell, du räudiges Biest. Du darfst nicht an die Wände hängen, ey, dumm, Dumpfbär. Dumpfbär und seine verblödeten drei Söhne. Koppi, Knalli und Dummi. Drei wohnten in einem Haus mitten im Wald.
Zur Stadt waren es mindestens 420 Meter. Eines Tages sagte Dummibärchen, jetzt musst du die Geschichte übernehmen, aber du musst dich ja kurz erdrehen. Ich möchte selber wissen, wie die Geschichte ausgeht mit den drei dummen Bärenkindern. Vater sagte, ihr seid genauso süß, wie ihr blöd seid. Deswegen schicke ich dich zum Zirkus-Dummi. Gut. Das ist gut. So, endlich, da ist er doch hier. Ja, yeah, okay. Das ist nochmal die Rückbestätigung, dass es vorhin auch nicht geklappt hätte. Sehr gut, du weißt, wo der B-Knopf zu finden ist. Urselplattform, Urselplattform, Urselstink, Stampf, du, zack, zack. Geil. Als ob du dir vorher Let's Play-Videos angeguckt hättest. Ich bin das Let's Play-Video. Okay, wo ist. Moment, halt, stopp. Ich glaube, das hier ist der offizielle Weg. Der andere Weg ist der, der uns zu geilen. Das ist der Weg, der uns zu geilem Dings findet. Der andere Weg ist der offizielle Weg. Geil. Intuitiv richtig gemacht. Ey, und dieser knallharte Motherfucker nimmt sich noch eine Brezel, während er im Todesparcours ist. Das ist wirklich. Etienne Gardel, meine Damen und Herren. Weißt du, was ich übrigens vorhabe? Ich habe demnächst ungefähr eine Woche sturmfrei zu Hause. Alles gleich, zieh ein. Was? Und ich habe so eine, ich fange gerade an, eine Liste. Ich möchte mir eigentlich am liebsten, möchte jeden Abend pünktlich bei der Arbeit rauskommen, dass ich noch fit genug bin, mir abends einen Film anzugucken, den ich verpasst habe. Ja, das ist aber doch realistisch. Ja, ich bin ja schnell ein. Also, erster kann ich habe zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Once Upon a Time in Hollywood habe ich noch nicht gesehen. Oh, kann ich ja 4K Blu-ray geben. Oh, ich habe aber keinen 4K-Player. Hast du keine Xbox One X? Nee. Ja, ich habe den schon irgendwie mir günstig geliehen. So, das ist der eine. Was ich noch sehen will, ist natürlich Irishman. Habe ich immer noch nicht geguckt. Shit. Und dann gucke ich noch weiter. Ich habe viele Sachen verpasst. Wenn ich das Irishman, ja, da brauchst du aber mehrere Abende. Ja, ich habe schon von auch Matthias, der meinte schon, oh, so nach, also vorsichtig formuliert, ist nicht Scorseses bester Film. Ja, fand ich schon ganz gut. Und was heißt man denn mehrere Abende? Ist der so langweilig? Eineinhalb Stunden halt. Ja, gut. Ja, der hat schon einen Mittelteil, der ein bisschen. Also, kann schon sein, wenn man schlafanfällig ist, dass man dann da. Ja. Ich habe den halt im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es zu Hause in einer Session geschafft hätte. Aber ich fand den geil. Also. Ja, gut, ich bin ja grundsätzlich auch sehr dafür. Wir verzichten auf oben, ne? Ja. Was war hier nochmal? Die Puzzle drunter und dann einfach nur. So, was war jetzt hier los? Da ging es ja nicht hier hoch, ne? Oder doch? Ne, kann ja nicht. Ich kann mich nicht an die Kante hängen. Ja, ich habe aber Bock. Ich bin mal gespannt, was da noch. Da kann ich endlich mal richtig nachholen, was ich versäumt habe. Ja. Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt mal ein Spiel habe, was ich zocke. Mit, ja, das lässt sich ja auch gut so mobil nebenher spielen, ne? Ja, wenn andere Familienmitglieder anderes zu tun haben und man ja, trotzdem im selben Raum sein möchte. Ich habe so viele Sachen eigentlich noch, egal ob Filme, Serien, Spiele, und ich war so in einer Entscheidungsparalyse, dass ich dann meistens mich für nichts entschieden habe. Shop, shop. Oh ja, es kommt bestimmt wieder Drachen, der Dragone. Und deshalb bin ich froh, dass ich dann jetzt mal mich in eine Sache ein bisschen reingefuchst habe. Weil ich hatte so eine, ich habe das richtig gemerkt, ich habe irgendwas angemacht, auch Serien, Film, und war schon nach 10 Minuten, war ich schon wieder so hibbelig, weißt du? Ich muss mal gucken, was es noch gibt. Irgendwie beim ersten Dialog, der mich nicht gecatcht hat oder so, habe ich schon das Handtuch mehr oder weniger geworfen. Aber, der Film. Oh, falsche Entscheidung. Dumm, das war die falsche Entscheidung. Ist aber auch blöd, wenn man da keine Chance hat, das zu korrigieren. Ja, ich verstehe. Du, ich weiß, wir hatten das ja schon auch hier, das Thema. Das ist nicht gut. Das ist cool. So, jetzt musst du, hier musst du hoch.
geil. Das war wieder der klassische Fall vom Pferd, das nur so hoch springt, wie der Mann mit der Peitsche es möchte hinter ihm. Ah. Es verhöhnt einen fast, der grüne Lebensklumpen. Ja, es ist super. Sehr gut, drunter, drüber, drüber. Es ist egal, Hauptsache nicht hängen bleiben. So. So. Haben wir jetzt genug? Ne, wir brauchen 500, ne? Brauchst du etwas? Ne. Können wir immer noch nicht. Wie viel brauchen wir dafür? Ah. 1000, na gut, das ist natürlich noch ein weiter Weg nach Sacramento. Was? So ein Schlager, den es nie gab, hab ich mir gerade ausgedacht. Ja, weiter Weg nach Sacramento. Ich glaube, so ein Single von irgendeinem 70s-Typen jetzt gerade vor Augen, der leicht sonnengebräunt nachbearbeitet, mit weißen Zähnen grinst und das auf der B-Seite ist Angela. Ich traf dich in der Kneipe. Das ist so die B-Seite. Ich traf dich im Saloon. Mhm. An meinem Honeymoon, Angela. Die Frau war daheim. Ich zog mir noch einen Whisky rein. Dann sah ich dich an der Salontheke stehen, Angela. Und ich entschied mich, heute heirate ich nicht. So, also nicht wörtlich, aber naja, so, nee. Das war die Geschichte, ne? Oh, das ist wieder was. Das ist ein Fall für First Run Ediger D. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Aber es ist auch, sieht bedrohlicher aus, als es ist, glaube ich. Oh. Nein, natürlich, hau ab. Komm mal nochmal, hier, mach du it. Das war ja das zählt nicht, da konnte keiner mit rechnen. Dümmste Art zu sterben. Ja, Top 10. Aber klar, wo soll der Kopf auch hin, ne? Du kannst ja nicht parken. Wunderschön. Sehr gut. Das ist einfach deins, diese. Du hast einen Versuch und musst von A bis Z konzentriert durchgehen. Das ist deins. Ja, unter Druck, ne? Jetzt nämlich nicht mehr. Jetzt klappt es wahrscheinlich nicht, weil es geht jetzt um nichts mehr. So. Ah, ist nicht schlimm. Nein, nicht schlimm. Bisschen gemein. Ja. Ist aber eigentlich wie so ein. Ja, das war. Hä, da muss er ja wirklich sehr präzise abspielen. Ja. Oder halt von vornherein irgendwie es anders machen, ne? So, so zum Beispiel. Ah. Ach, so wunderschöne Tropfen. Ist hier irgendwas in der Wolkending? Jetzt ist Boss-Time. Wetten? Mhm. Brauchst du etwas? Nee. Nur noch 36 Siegel der Macht. Das sind trotzdem enorm viele dafür, dass man die echt nur sehr selten. Mhm. Das sind ja quasi pro Level 1, das sind 36 Level oder was? Kann nicht sein. Oh. Oh, guck mal, das ist Schildkröten-Johnny. Der hat aber auch Angst, ne? Ja, zu Recht, ne? Oh, das sind Löcher! Nein, ich bin stehen geblieben! Nein, 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 nein! Oh, da war ein Loch! Ach, das war dumm! Schild, ja, das ist wieder hier Rygars. Rygars. Erzboy. Rygars Erzboy. Stirb, Mann. Er macht dir doch einfach vor, wo lang du gehen sollst. Ja, ja. Geh mal genauso, wie er geht. Ja. Jetzt hat jemand drüber gesprungen, ja? Ja, das ist den Knüppel hier. Vermeidbar. Ja, ich zu schnell. Ja. Das war schießt halt. Mhm. Ah, ich finde es aber geiler so. Ja. Nicht da unten, das ist doch der Scheißweg. Oben ist der geile Weg, das ist der Ninja Way. The Way of the Ninja. Vor allem hättest du da nämlich Platz gut machen können mit dem Captain Greifkralle hier. Kann man sich an die Wolken krallen? Ja. Ja.
glaube, man wird sich an denen auch noch krallen müssen. Das kann sein. Jetzt krallen, 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 krallen. Sehr gut, sehr traumhaft. Jetzt und bam, bam, Zeit, Platz, gut. Ausgezeichnet. Man dachte, es sei vorbei, aber nein, es geht noch weiter. Das ist jetzt fies. Oh, das ist fies. Oh. Das war fies. Ja. Das war so ein bisschen, da muss es perfekt laufen, sonst läuft es nicht perfekt. Der Kek hier ist auch unten durch. Ah, das war dumm. Mann, das ist doch scheiße. Ey. Erbärmlich. Das ist jetzt schon mehr Battletoads-mäßig. Ja, das ist immer noch so, ja. Gut. Na. Ja! Also, du musst gleich mal, du musst dir Zeit erkaufen mit dem Springmann. Also, Springmann, das ist alles ja, falsch. Alter, ein Fehler. Ja, ist Fehler. Kacke, ne? Ein ja. Fehler. Lecko, ey. Leckbärchen. Leckoschmatz. Er ist dabei, wenn wir demnächst Karate-Tiger auf dem Sender gucken. Ey, so ist es. Ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh! Nein! Warum gucke ich denn nach oben und nicht nach unten? Ich bin doch in der Großstadt aufgewachsen, da guckst du nur auf den Boden. Guck auf den Boden. Auf Kack, nach Kackhäufchen und ob da vielleicht noch irgendwas ist, was man mitnehmen möchte. So, das meine ich nämlich mit Zeit erkaufen. Boah, jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Hm. Schieb. Schieb. Ja, ja, ja. Ausgezeichnet, ey, du holst gleich einen noch, ja. Verfickte Ficke! Ja, das, was du hast, du wolltest Schwebemann machen, ne? Und Schwebemann nach unten nur schlagen kann. Schwebst du nicht, dann geht der Stich nach vorn. Und du hast nicht verloren. Ah! So, was kam jetzt? So, bam, ah, bam, 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 bam. Ah. Nein, nein, nein! Ich muss gleich, okay, ich hab den Finger schon auf B. Ja, das... Ach, das Bärchen! Das hat mich auch... Dumm, 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 dumm! Jetzt Leckmichel! Kleine Fotzbärte. Ey, das ist doch nicht wahr. Meine Güte, ey, diese Wolkenknüppel. Das Gute am Segeln ist, es bringt, es verzögert, also du bist nicht langsamer. Ah, du willst den Arm. Ja, das war gut. Da bin ich gegengeknallt, ne? Bei der Landung. Was war das für jetzt? Nein. Da darf man nicht segeln! Nee, da darf nee, man nicht, du, bei dem darf so, man nicht segeln! Du hast immer diesen Segelfinger. Den Segelfinger am Kolben. Das ist einfach nicht gut. Der geht halt beim Segeln, verliert er halt sofort an Höhe. Ja. Das ist halt der Twist. Ja, das ist natürlich die Wolke, die du immer mitnimmst. Ja, die sieht halt so süß aus. Du musst auch mal diese kleinen kurzen Tipps. So, hier, zack, zack. Gar nicht den Segelfinger. So, hier, das war richtig. Ja, ja, jetzt kommt gleich der Mr. Nicht-Säbelfinger. Hier, kleiner Tipp. Ja. Und jetzt hier nicht segeln. Ja. Stimmt, das war doch schwerer. Du musst den mit Dings machen, mit dem Haken. Oh, den habe ich auch noch. Ich vergesse immer diesen Haken. Ich vergesse immer den Haken, mit, ey. Mit Ankündigung. Ja. Ja. So, jetzt du. Will ich sie nicht einmal... Okay, will ich sie nicht ab jetzt einmal segeln? Gut, bei Einstein, wenn du siehst, ist ja auch schön, das Segeln. Ja, sehr gut. Das ist... So ist es nämlich von den... Du hast gerade den Cool-Schalter aktiviert, ne? Ja, okay, ist wieder ausgegangen. Ah. Sehr gut. Und er weiß nicht, was kommt, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist gleich vorbei.
Ja, top gemacht, top gemacht. Sehr gut. Top gemacht. Ja, ja, ja. Na komm, das war schon gut. Na komm, du musst auch mal was annehmen können. Ah, jetzt können wir los. Level-Boss, siehst du. Hey, ich weiß zwar nicht, was als nächstes kommt, aber der Prophet wollte, dass ich an dieser Stelle deines Abenteuers etwas für dich wiederhole. Okay, lass hören. Alles klar, ich wollte schon immer mal diese Stimme ausprobieren. Pass auf. Und an diesem Tag wird der Messenger unwissentlich dafür sorgen, dass sein Lebensretter in seiner Schuld steht. Hä? Und was bedeutet das? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn alles andere scheitert, dann greift die Feuerbälle an. Okay. Gut. Greift die Feuerbälle an. Was, ich hab die Geschichte wieder... Was, nee, ach so. Das sind ja Fake-Wolken. Ich erinnere mich total an Wonderboy in Dragon's Lair gerade. Ui, ah, ui, 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 ui. Oh ja, ja, genau. Okay, ein guter Schlag und er macht den Zurückzieher. Ja, oder auch nicht. Mhm. Ja, 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 gib ihm so richtig schön. Traumhaft. Und da sind auch alle Wolkenböden wieder. Ja! Ah, Schissel. Fast der Double Dragon gewesen gerade. Geil. So, jetzt macht er wieder Todesspirale. Ja, traumhaft. So, jetzt kommt Feuerball-Action. Greift die Liane und Jane greift. Top. Hammer, war gut. Er hat schon geblinkt. Shit, ey, der nimmt einem aber auch gut. Wollt schon abbiegen. Energy Wag. Ja. Du wirst schnell und direkt. Nur mit Chi. Das Resultat ist. Das ist ein Karate Tiger 2? Karate Tiger 1 natürlich. 1. Lidai Gear. Warum treffen mich eure Schläge? Wenn deine Schulter sich bewegt. Dann sehe ich das. Das ist einfach einer der besten Filme aller Zeiten. Ja, ich weiß nicht, war der dritte, der war nicht mehr so geil, oder? War der nicht so, nee. One Night in Bangkok oder sowas? Ach, blöd. Der zweite war mit Cynthia Rothrock. Und, oh, du verlierst viel Energie, aber ja. Es ist trotzdem ansehnlich. War nicht gut. Ja, ansehnlich ist aber das. Ja. Ja, scheiße, tschüss. Das war wieder dieser. Schön auf die Nase, dann bricht er nämlich ab. Da braucht man gar keine Angst haben. Ja, ja. Nochmal oben, ich bin auch noch mein eigenes hier. Was ist das hier? Double, Triple Dragon sein können, ne? So, jetzt kommt er wieder. Du hast auch noch Wurfsternchen, ne? Jetzt macht er Captain Schnelli. Und da lässt er sich nämlich nicht blocken und du hast noch Wurfsternchen. Ja. Ja, jetzt nicht. Jetzt werd doch nicht gierig mit zwei Energie. Ja, du hast recht. Arsch, jetzt macht das schon wieder. Alter, der ist aber ein Todesmann hier. So, die kannst du abbouncen, ne? Ja. Und dann kannst du ihn schön. Und noch Wurfis. Nee, erstmal nicht verschwenden, die Wurfis. Ja, du hast noch ein Energie. Noch ein Leben. Ja. Oh, der war geil gesegelt. Und noch aber vier Wurfstände jetzt. Gut. Ja, komm, ja, mach du mal jetzt. Do it, do it. Er hat schon Angst. Ja, da ist. Aber ich finde, die machen immer irgendwie ein bisschen auch Spaß. Ja, die Bosse sind schön. Mach nicht so Sekiro-mäßig hier. Ja. Nachts von Träumst und so. Wunderschön. Zack! Und. Ja. Ich will den Triple Dragon gleich sehen. Das ist ja, verliert man nur Energie. Ist einfach nur. Ah. Man muss halt einfach wissen, wann man gierig sein sollte und wann nicht. Schön gemacht. Er geht punktlos auseinander an dieser Stelle. Das macht der Blinky, ne? Ja. Den Blink. Okay. Oh. Da war ich doch noch an der Wolke. Ja, an der Wolke war aber kein Platz mehr frei. So, jetzt sind wir hier. Komm. Na, Karate Tiger 3 heißt ja nur in Deutschland Karate Tiger 3. Wie ist er denn im Original? Kickboxer mit Jean und Claude. Ah! Stimmt, das war Karate Tiger 3, der Kickboxer oder so. Hat er doch so einen Untertitel, ne? Ich erinnere mich doch noch an meine Gänge in die Videothek damals. Scheiße, jetzt habe ich doch schon wieder einen verloren hier. Leck Michel, ey.
glaube, Karate Tiger 2 war auch schon keine offizielle. Das war ja zu der Zeit, wo irgendwie ein Film 10 Namen hatte und irgendwie das ein bisschen komisch war. Da kannst du doch dann auch mal einfach so die Wurfsterne mit reinbolzen. Ja, genau. Aber machen die mehr Schaden, meinst du? Ja, schneller auf jeden Fall, würde ich sagen. Hm. Sehr gut. Sehr schön selbst gelobt. Ja, gut, man muss auch mal. Ja, das ist nämlich nicht ohne. Geht auf die andere Seite. Ja, ich will aber eben nicht in die Fresse springen. Ja, da, deshalb sage ich, geht auch auf die andere Seite. Ja, ich muss doch erstmal. Ich fäng doch von unten an. Ach, guck mal, er ist schon schnell. Aber verdammt schnell ist er. Ja, er blinkt schon rot. Du bist einfach der Boss-Slayer, das muss man einfach sagen. Nein, stimmt nicht. Du hast doch den eben gelayt. Nee. Den letzten Boss hast du doch gelegt. Nein. Was? Du. Hä? Den, ja. Den Blasemann? Blasemann hast du gelegt. Ist das so? Ach, Käckchen, das war ich zu stolz auf mich selbst gerade. Käckchen. Käckchen, hast du Käckchen gemacht? Hast du Käckchen gemacht? Feines Käckchen hast du gemacht. Pisselchen und Käckchen. Käckchen. Das ist schön, Käckchen, das gefällt mir. Ich muss mal schön Käckchen machen. Ach, jetzt macht er so den hier doch. So, so erstmal, um in der Redaktion zu etablieren. Ja. Oh. Da könnte man ein geiles Metal-Cover von machen, von dem Song. Ja gut, hast du mir noch mitgegeben. Frage ist, ob das jetzt natürlich reicht mit zwei. Ja gut. Mit zwei Haken. Ding, 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 ding. Okay, jetzt das ist nämlich diese Angst, genau, das hast du aber gut gemacht. Jetzt macht das Turbomann. Ja, toll. Okay. Sehr schön. Sehr. Nein, das, der Sprung war nicht nötig, ne? Hättest du drunter durch und einfach. 147 Mal sind wir bereits gestorben. So, ich habe ein sehr gutes Gefühl jetzt, pass auf. Komm, 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 komm. Oh, habe ich nicht mitgerechnet. Stark, Colin. Okay, dieser. Komm her, komm, du kleiner Affenprinz. Gut. Ah, hätte ich ihn schlagen können, aber. Komm. Ah, das war dumm. Mann. So befriedigend, ne? Mhm. Diese Zeitfenster in so Spielen. Einfach so richtig dieses in rein. Ah, okay. Dumm. Dumm. Okay. Schlau. Jetzt Schlauchschalter anstellen. Den muss man einfach. Ja, ausweichen. Ich hab den aber eigentlich. Das war nicht schlau. Nicht reingehen. Mist. Roti-Bär? Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, den würde ich ausweichen. Weich meinst du? Ja. Aber ich will diesen Schlag so. Nein, weich ihm aus. Ey, es ist hier skillig. Ach, da hinten brauchst du jetzt auch nicht. Oh! Okay, das. Aber was kommt, mit dem man nicht rechnet? Ja. Aber du müsstest doch, wenn du ihn normal schlägst, auch seinen Körper, einen Sprung machen können, oder? Weißt du, wie ich meine? Also, dass man zumindest in der Luft bleibt. Weißt du, wie ich meine? Das ist auch so ein Transspruch, ne? Weißt du, wie ich meine? Ich hab das total von Transspruch. Ich finde, das ist halt so frankfurterisch. Ja, ja, okay, dann kommt es ja fast aufs Gleiche raus. Ich meine. Ja, genau, Schröcki sagt das auch immer. Schröcki. Schröcki? Er ist Köckchen. Hat Käckchen. Schröcki hat schnell. Schröcki, hallo. Schröcki hat ein schönes, feines Käckchen gemacht, der Schröcki-Bär. Hat der Schröcki wieder ein feines Käckchen gemacht. Ach, Mann. Ach, ja. Ja. Nein. Ja. Sehr gut.
Er soll nicht gierig werden, Eddie. Doch. Nein. Oh, du hast dich wie eine Schlange hochkatapultiert. Ich glaube, es gibt bei fast jedem Boss gibt's so eine Pro-Variante. Ja, auf jeden Fall. So tot in unter 6 Sekunden oder so. Und danach kommt, glaube ich, immer hier, ne? Macht er immer den Feuerball-Boy. Er blinkt und er blinkt. Und das ist ein Zeichen seiner schlechten Laune. Sehr gut. Und wenn er jetzt den Dash macht, kommt er, glaube ich, immer von der anderen Seite. Oder auch macht was ganz anderes. Och, come on. Leckophant! Ja. Komm jetzt. Ich mag ja Bossgegner. Ich mag vor allem kurze Ladezeiten und geil platzierte Checkpoints vor Bossgegnern. So. Alter! Ja, komm, mach noch. Okay, ja. Das kann ich natürlich nicht. Eine gewisse Kulanz. Hab ich einfach nicht gerechnet mit dieser Attacke jetzt. Eine gewisse Kulanz hast du auch für dich. Ja. Was ist mit Markus Lanz? Ja, nicht. Eine super Antwort, nichts. Ja. Super schlagfertig. So wie im Dschungelcamp letztens. Ja. Hast du gesagt, mach dich vom Acker? Mach du dich doch vom Acker. Ja, alles klar. Ist erlaubt, wieso? Schön, nein. Naja, nicht schön. Nee. War nicht schön. Ich wollte dich loben, dann habe ich gemerkt, außer nicht. Glaubwürdig. Ich weiß. So wie war nicht schön. Hast du abgenommen, das ist auch irgendwie so gut. Sollst du da drauf antworten? Selbst lügen. Ja, das ist schlecht jetzt. Brauchst du nur einmal treffen, kannst du auch einen Wurfstern machen. Stimmt. Ach, das ist ja. Dafür sind die Wurfsterne also da. Also, dass man ihn quasi stunt, ne? Mhm. Ach, das war dumm. Es hat eben so gut geklappt. Ich war eben wie Premium Mac. Schlecht. Ja, weil du jetzt wieder Quatschi machst. Ja, ich höre es auf. Kackkäckchen machst du. Das ist aber jetzt fies hier. Das ist Fiesobär. Ja, dann musst du nur einmal den Wurfsterni durchbringen. Komm, rein, rein. Zack, 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 zack. Ja, dann kannst du auch noch mal springen oder was? Ja. Zu viel Arbeit oder was? So. Verdammtes Käckchen, ey. Emil Wurstkopf. Ja. Ja, ja, dat. Ja, aber ist doch schon wieder Kacke. Nee, ich hab noch zwei, oder ist, so, an der gleichen Stelle war ich auch. Ja, aber mit zwei. Die erste Blinkstufe hat er doch. Ja, aber die zweite kommt ja jetzt. Da ist Eddie, sie. Ist ja, aber doch. Siehst du? Ja, aber das ist auch wirklich in den Abgrund reinsegeln. Ja. Wie Möllemann. Na komm. Ja, den Gag versteht sowieso niemand mehr. Nee. Alle zu jung. So. Ich mach das jetzt. Ja. Es ist eine reine Konzentration. Ja, ja, es ist eine reine. Also nicht, dass es eine völlig neue Erkenntnis wäre. Ach, diese Dinger, die ja, ja. Ja, ja, ich sag ja, wenn er diesen Blinkemann macht, das war da, wo du immer den sagst, Blink komm, Johnny, ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Mhm, mhm. Sehr gut. Ist auch sehr nett, dass die Plattformen dann einfach wiederkommen. Top. Ja. War es das wert? Ja, Lecko Schwanzibär. Ja, ja, nee, nee. Wenn er aber ins gleiche Loch rein dasht, ist das natürlich sehr praktisch. Dann hast du immer noch viel Spielraum. So. Sehr gut. Hä? Ja, du hast einen Feuerball getroffen. Ausgezeichnet. Er blinkt. Da darf man auch nicht gierig werden. Nee. Wenn man es nicht schafft direkt, dann ist egal. Es geht nur um einen Schlag. Ja, aber am Ende kotzt die Katze. Ja, ist richtig. Ach, der letzte Pimmelbär, Schicki. Ja, da kannst du ruhig machen. Oh nein, nicht, bitte nicht. Okay, das war aber diese neue Attacke, von der ich so viel gelesen habe. Jetzt habe ich kein Wurfsternchen mehr. Nee. Ja, was machen wir jetzt? Ja, kannst du versuchen über die, genau das. Aber das ist natürlich jetzt schon... Sehr gut, jetzt bitte mach ihn tot.
Mein Gott. Bitte weiter und ich habe keine Lust, da noch mal ran zu müssen. Bitte. Oh Gott, er blinkt so schnell. Das ist, als ob du in die Werkstatt musst. Weil irgendwas kaputt. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht. Ja, schlag ihn. Oder auch nicht. Ja, nein. Ich will einfach nur nicht noch. Yes! Endlich mal. Ja, Boss-Slayer hier. Hat er gut gemacht. Das war mal. Und jetzt ist entschuldigt, dass ich bestimmt für seinen Angriff. Er hat bestimmt noch was im Mund stecken. Nee, doch nicht. Ich glaube, er ist tot. Oh. Ja, oh. Blau ist lieb. Ja. Oh. Liebe. Du hast. Ist aber schön. Ich habe dich lange beobachtet, Messenger. Ja, oh, oh? Wer bist du überhaupt? Ha! Du bist tatsächlich auf die Verkleidung reingefallen. Es ist eine Schande, dass du meinen tierischen Sklaven befreit hast. Doch es spielt keine Rolle. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich dich besiegen kann. Oh, du! Überrascht? Es ist Zeit, dass du für das zahlst, was du meinem Volk angetan hast. Das sind starke Worte für einen dermaßen unvorbereiteten Abenteurer. Die Unterwelt erwartet dich, Messenger. Endlich wird die Schriftrolle uns gehören. Und nun pass auf, wo du hintrittst. Ja, das war der Moment. Oh, oh, wir Geil. Sind in der Unterwelt angekommen. Leute. Das sind richtig harte Gangster, aber erst nach der Werbung Gangster. Ja, nach der Werbung geht's ja. weiter in der Unterwelt. Geil, krass. Mal sehen, wen wir da begegnen werden. Al Capone, Chicky Manjana, Scarface Louis. Go-Go Lassi, würde ich sagen, ne? Wir sind in der Unterwelt angekommen, Colin, da, wo wir hingehören. Ja. Mit unseresgleichen partien wir. Was ist da im Hintergrund? Ich muss mal auf die Grafik achten. Da hinten sind irgendwelche eingefrorenen Todesdämonen mit Schwertern. Sind das Statuetten? Ach, die sind auch da. Das ist aber ein bisschen langweilig. Ach nee. Das ist aber komm. Das sind aber immer die gleichen. Ja. Gegner, ne? Also das ist schon. Den Handy-Golem hatten wir jetzt dreimal und diese komischen Laufboys hier. Gut, die haben jetzt dicke Riesenaugen. Oh! Das ist aber auch eine Hommage an Super Metroid-Dinger, ne? Ja. Dann genau auf der Höhe dann weiterfliegen, wo sie sich zum letzten gesehen haben. Aber die sind hier so getriggert, dass sie natürlich dann kommen, was sehr nett ist. Sie kommen dann, wenn du gerade springst und danach landest du wieder und es passiert nichts. Haben wir immer noch nicht. Mhm. Willkommen in der Höhle des Löwen. Oh, ich habe keinen Löwen gesehen. Nein, ich meinte, ach egal. Die Hitze bitte. Diese Hitze ist kaum zu ertragen. Komm schon, ich bin sofort dabei, wenn es darum geht, bestimmte Klischees zu vermeiden. Aber glaubst du ernsthaft, dass wir deine epische Mission nicht mit Lava enden lassen? Kennst du hast du eine Geschichte für mich? Nein, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Meinst du, das ist der letzte Level? Wenn er hier sagt, wir lassen die Geschichte enden? Ja. Das ist bestimmt eine tolle Geschichte, aber wir müssen jetzt auch mal hier. Das glaube ich noch nicht. Aber klar, aber das kann nicht sein, danach muss auch was kommen. Das sind doch noch, guck mal, wir haben einen von diesen Zeitleuten. Ja, und was ist es mit diesen Türen auf sich hat? Da ist doch irgendwas stimmt doch nicht. Die sind jetzt schon ein paar Mal. Warum solltest du als Level-Designer sowas dahin designen? Weil es schöner aussieht, als wenn es einfach ein Klumpen ist. Nee, das ist Ich glaub schon. Nee, ich glaub schon. Oh! Du kannst vergessen, dass da noch so ein bisschen Brodelschnotze ist. Ja, da ist Suppenbär. Und diese leichte da sind wir aber ganz schön. Also, da ist der Sinkflug rein physikalisch nicht. Da musst du genau überlegen, wie man es macht. Ich warte jetzt einfach mal. Ja, du musst auch wieder hoch dann, ne? Auf der anderen Seite. Denk dran. Lecko Fanti. Ja. Ach! Da. Snugger Jizzle Bear. Gut. Und Hoppy. Ja, Hoppy und Kaloppy. Und jetzt schön den, dass du immer noch das Geld mit einsammeln musst. Das lohnt sich nicht. Ich weiß, der Pfennig macht die Mark. Aber dennoch. Guck dir, die haben so große Augen, ne? Aber das ist auch alles, was sie. Deswegen kommt man in die Hölle. Zweiten sind das. So. Fledermann ist da. Rocksteady. Oh, hätte aber auch, glaube ich, einer gereicht. Ernsthaft, das ist dein Kritikpunkt. Nee, ich hätte noch diverse andere gehabt, aber das war für mich der. Ja, seit wann bist du schlagfertig? Ich hab mal in der Küche gearbeitet, als Sahne. Boah.
Hey, der war. Aber so schlecht war er auch nicht. Sag, ja, pass mal auf. Auffällig hier, oder? Ja, das ist ein Speichelpunkt. Ein Speichelpunkt. Speichel. Ja, hier sind so viele. Okay. Eigentlich eine witzige Idee, ne? Nur jetzt ist schwierig. Wie? Ja, das lässt dich. Mir gefällt aber, dass die Farbpalette ist schön. Ja, warum denn nicht? Da. Ach, die kannst du nicht? Die kannst du wohl. Ah, super, das wäre ja voll Energie. Die blöden Handy-Golems, die sind echt ein bisschen lame. Ja, das wäre nämlich Quetschmann gewesen. Guido Quetschmann. War da unten jetzt noch was? Ja, ein Gegner, aber mehr nicht. Ah, es ist ein Safe Point. Die sehen aus wie also, dieser Grüne aus deinem Lieblings-Pixar. Aus Mike Sully. Mhm. Ja. Mike Losowski. Schneller als die Wand. Das klingt wie so ein. Ah, das ist ein guter Titel für eine Autobiografie irgendwie. Also ich weiß noch nicht genau für welche Profession, aber so grundsätzlich. Schneller als die Wand. Kann man was draus machen. Oh, jetzt ist natürlich klar, was hier passiert, ne? Ah, ja, natürlich auch. Oh, das ist ja geil. Das ist doch nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht hätte. Ja, aber I make it look easy, ne? Darf's auch nicht. Ja, stimmt, aber ich vergesse ich hier. Jedes Mal, wenn du denkst, wow, das ist gar nicht so schwer. Ja, klar. Hinter jedem Wow steckt halt jahrelange Erfahrung und Knüffel hatte. Ja, sehr gut. Ach Gott. Nicht gut. Ist man sofort tot, wenn man auf die Lava kommt? Nein. Ich glaub dir das irgendwie nicht. Das ist nee, so es ist so. Probier's aus. Lava war noch nie Instant Kill. Sehr gut. Das ist nicht eine einfache nach unten Schlag. Hier gibt es, nervt mich immer noch. Kleine Gremlins sind das, ne? Genau. Hat sie aber schön hingestellt. Genau. Zweimal. Ah ja. Ja. Jetzt aber auch. Ja gut, wenn da nur Lava ist. Das war jetzt ja nur Lava. Das ist Was du meinst, das Lava-Pfützchen ja, genau. ist zum Überleben, aber das Lava-Becken. Da müssen wir nach rechts, ne? Ja, genau. Lava-Becken tut mich nicht abschrecken. Lava-Pfütze ist Todesqual. Nee, Lava-Pfütze ist von Nützen. Nee. Genau. Lava-Pfütze nicht unnütze, Lava-Becken tut erschrecken. Tut erschrecken. Ja, tot reinstecken. Oder Leben verstecken. So. Einwecken. Da, pass auf. Ist schon offen. Hab ich schon alles aufgemacht hier. Ach, das ist ja nett. Komm, scheiß einfach auf alle. Ja, ich wusste einfach, mach eine Todesrutsche. Naja, das war fast stylisch. Das war, komm. Ich habe gestern haben wir auch wieder ein Schnäppchen geschossen im E-Shop. Kann ich nur empfehlen. SteamWorld Dick 1. Ah, das habe ich wieder ein 1 noch 2. Ja, erzähl. Für 2,50 €. Cool. Da kann man nichts sagen, oder? Ist das, lohnt sich das Also SteamWorld Dick 2 hat richtig Bock gemacht. Das waren ja. So 15 richtig geile Stunden, kann ich nur empfehlen. Schönes Metroidvania, nicht sonderlich schwer, aber mit einer schönen neuen Mechanik. Und alles, was man sich eigentlich davon erhofft. So. Alter, der weiß doch genau, wo ich hinlaufe. Ja, hast du die Lampen da oben nicht? Ja, ich nehme sie ja mit. Ist ja Energie da drin oder so. Was soll das denn? Und, hat sich's gelohnt? Ja. Ja, wir brauchen mal bald die 1000, damit wir mal endlich das Final Upgrade kaufen können. Also, und für zwei, ich habe den Vorgänger, der soll ein bisschen schlechter sein als SteamWorld Dick 2.
Ich gehe nochmal kurz raus. Kurz überlegen. Für 2,50 Euro kann man ja gar nichts sagen. Wie hältst du das eigentlich? Du bist ja auch ein, kein Kostverächter. Du bist ja auch ein Freund des, bin ich gespannt. Des Lieferdienstes. Ja. Wie hältst du es da mit dem Trinkgeld? Ja, immer, ne? Ja. Ja, ja, aber. Oder was war die Frage? Ja. Ah, oh, Fickbär, da kommt die Leckofanten-Patate. Hoch, hoch. Falls du nicht weißt, wo es lang geht. Oh, das war falsch. Das war der Fehler. Dumm. Ja, ich dachte, weil die Wand grau war. Grau. Ja, wie, was war denn, wieso? Sehr gut. Ja. Was, die Fackel? Da könnte Leben drin sein. Was brauchst du? Ich sag's ja mal. Ja, wissen wir doch jetzt, was da drin ist? Oder ist das random? Ich glaube, das ist. Ja, egal. So. Das, ja. Gut. Wunderschön und traumhaft. Ich wollte nur atmen, das war kein Gähnmöglichkeit. Ja, 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 nimm mit, nimm einfach mit, was keine Zähne hat. Ja, 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 ja. So, denk dran, nicht nach links gucken, sondern nach rechts rucken. Das ist traumhaft. Ich würde gerne dein Gaming-Face jetzt gerade in der Aufnahme sehen. Diese Entschlossenheit. Die Zunge, die arbeitet wild. Die Zähne, die malen. Alles nur für diesen. Hä? Nein, du hast Spicy Boy ins Auge erfreuen. Ja, zu gierig. War aber schön bis dahin. So. Das war aber echt schön bis dahin. Das war mein Mark Forster-Blick übrigens. Warte, ich mache euch einmal den Mark Forster heute. Ach, dumm, dumm, dumm! Willst du nochmal oder darf ich nochmal? Das war der Mark Forster-Blick? Ach, dieser, ich bin gut gelaunt, hab ein neues Album, bitte kauft es, Blick. Ja, so ein bisschen. Ich kenne ihn ja nicht, ich will ja auch nicht nah rücken. Aber ich glaube, das ist ein netter Typ. Ich glaube auch, das ist ein netter Typ, aber er guckt immer so ein bisschen treu doof. Das kann man schon mal so, so ein bisschen. Ich bin der liebe Onkel. Onkel Güllefass. Aber er ist mit Lena zusammen, ne? Also insofern. Ich habe nichts gesagt. Lena ist auch eine nette, ne? Also nicht, dass ich sie kennen würde, aber. Alter, du kommst doch genauso getimed gerollt wie so eine Rolltimer. Mann. So, jetzt einfach nach oben ballern. Nach oben ballern! Ja. So, einfach jetzt schnell, die Fledermaus schnell, mit. Die musst du halt mitnehmen, die Fledermaus. Nein, die gehen mir auf den Sack. Die ist gleich schon. Nach rechts rüber, rechts rüber, rechts rüber. Ja. Da hoch. Hoch. Durch einfach, ja. Durch, nicht rumtaktieren da. Zu. Ja, Leko! Ja, deine Halb, spring halt hoch! Ja, mach ich doch. Hoch! Hoch! Wir wollen hoch! Was geht denn, Alter? So, jetzt pass auf hier. So, hier nicht an der Zahnkante hängen bleiben. Und diese Fledermaus, die bleibt mir bis zum Ende. Komm, hier, komm. Ich wollte. Ich hatte. Das wäre ein spannenderer, aber es war nicht so spannend. So. So. Da oben rechts, oben rechts. Hol dir das Geheimfach. Auf jeden Fall. Auf jeden. Alter, weiter dagegen hauen, oder? Ach, da weiß ja noch was, stimmt. Ich mag dieses Durchschwingen. Das hier. Mhm. Oh, oh. Mhm. Okay, kriegen wir aber. Ist nicht so schwer. Mhm. Don't be greedy. Oh, ich habe aber auch noch nicht mehr so viel Energie. Oh, oh. Ah, ja, ja, war fast vorprogrammiert. Na komm. Es war auch ein bisschen. Ist das jetzt nochmal da? Nee, glaube ich nicht.
Ach, schade. Ja, das ist ein bisschen. It's ficky ficky tricky tricky. Ach so. Ja, gut, dann. Nee, mach, komm. Ja, dann, wenn er pikiert ist, dann nicht. Nein. Ist nicht. Okay, jetzt hab ich's auch nicht verdient. Nee. So, aber jetzt pass auf. Lass mal gucken, hier könnte ja Energie sein. Ist doch scheiße, warum haben wir denn nicht volle Energie hier? Ja. Oh. Oh. Ninja oder was? Ja. Hab ich natürlich den Einstein auch schon weggehauen. Ja, ja. Ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war einfach das Züngeln an der Waage. Was? Oh, gehen wir da rüber? Ja, sicher. Ruhig. Ist das eigentlich irgendwie relevant? Ja, doch, die Lava sollte natürlich möglichst unten sein. Der Rest ist doch einfach nur eine Frage der Perfektion. Man weiß nicht, wie weit es da runter geht. Ne? Glaubst du nicht, dass es einfach nur... Da sind keine Todespunkte. Ah. Du könntest mal links an die Wand hüpfen und mal ein bisschen runter. Du kannst ja dann schnell wieder hochhüpfen. Und mal luschern. Luscher mal, da unten ist bestimmt so ein Token. The Token has spoken. Aber wollen wir nicht... Aber links... Nein, jetzt geh mal da runter gucken. Rechts an die Wand. Weiter. Es gab, da links, siehst du? Ja, ich hab doch! Hab ich aber gesagt, okay. Oder? Hab ich aber gesagt. Aber denk dran, in dem Raum davor gingst du auch noch irgendwo her, ne? Was? Ja. Wir sind jetzt einfach, wir haben den Raum noch nicht abgeschlossen, den Raum vor. Genau, hier einfach schön mal ab und zu mal fallen lassen, ab und zu mal mutig sein. Aber du kannst natürlich auch ganz so Sightseeing-mäßig machen, klar. Geht auch, cool, geht auch. Ja, gut. Da links, geh nochmal zurück, bitte. Da nach unten. Ja, da kommen wir noch nicht durch. Ja, nach unten fallen lassen vielleicht? Nee. Meinst du nicht? Dicke ah, vielleicht. Nein, laber keine Scheiße. Aber ich will es ausprobieren. Ich will es ausprobieren, um es zu wissen. Ah, wir kommen da jetzt hoch. So ist es nämlich. Ja, das ist eine gute Timing-Fee. Wie? Ja, durchfliegen. Genau. Jetzt? Das gleiche nochmal. Und Sperlibär. Da ist der Token. Und da geht's wieder hoch. Sehr gut. Das soll ja wohl jetzt kein Problem sein. Nur noch 35, glaube ich. Oh Gott, wie viel wir bestimmt schon übersehen. Ja. Also wenn es jetzt wirklich der letzte Level ist. So war es nämlich. Ja. So, und jetzt hier. Da. Ganz von oben, schwebe, Mann, ne? Sehr schön. Ab und zu muss man auch mal ein bisschen Tod und Verderben bringen in die Hölle. Ja, schön. Ich sag, jetzt kommt der nächste Speicherpunkt. Und dann ist Boss-Time. Zapfen. Jetzt kommt Boss-Time. Wenn jetzt nicht Satan persönlich da um die Ecke steht. Sind wir schon am Ende? Nee, weiß ich nicht. Ja, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich hab immer noch nicht 1000, ey. Das gibt's doch nicht. Level-Boss. Sieht so aus, als wäre als nächstes der Dämonengeneral an der Reihe. Hast du eine Geschichte ein? Es war aus Versehen draufgedrückt. Das war die Geschichte, die wir eben schon übersprungen hatten, ne? Es ist, komm, wir wollen jetzt Bossy Bossmann. First try. Okay. Es ist nur der Dämonengeneral, muss man auch mal dazu sagen. Also doch. Oh nee, da oben sind schon so Löcher. Warum sollte ich versuchen zu entkommen? Du bist doch in meine Falle getappt. Das werden wir ja sehen. Wir beenden das jetzt, Champion der Blaukutten. Du hast mich Blaukutte genannt. Oh, schön. Nicht gut. Jetzt ist der Moment, wo man genau das macht. Aber du hast noch kein bisschen Energie verloren. Entschuldigung, jetzt doch. Ja, aber gib ihm schön in seine kleine höllische Höllenfresse.
Ja, hier darfst du nicht, genau, einfach ganz. Ah. Okay, immer wenn er blinkt, macht er diese Todesscheiße. Oh, der ist nervig. Ja, komm, jetzt warten wir es mal ab, ja. So. Am Anfang hat er eigentlich nur hier, da konntest du einfach so, du hast nämlich keine. Okay. Ja, dumm, 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 dumm. Sehr dumm. Ja, muss er erstmal ein. Ja, den mittleren musst du dann mitnehmen. Das ja. Ist nämlich der fiese. Ja, das ist der fiese Fucker. Lutsch. Ja, das ist der kleine Lutschprängel, der da rauskommt, ja. Lutschprängel-Boy, der da. Okay. Ja, ist aber machbar. Nur nicht gierig werden. Wieso? Du hast da keinen Schaden genommen, ne? Na komm schon! Ja, den. Ja, den kriegt er halt. Den darf man nicht vergessen, ja, ja. Wieso hast du denn da eben keinen. Du hast nur drauf gehämmert. Ja. Ist der dann kurz, wenn der. Ich hab keine Ahnung. Mach ich jetzt auch nochmal. Das probier ich mal. Ich stell mich jetzt mal richtig hin. Ja, ich hab mir auch geduckt, ne? Da ballern mit Sternen. Mhm. Ja. Ah, du Arschlöchel. Hm. Achtung! Achtung! Okay. Ja. Man darf diesen Sprung nach dem Schlagen einfach nicht vergessen. Das muss so eine richtige Dedeng-Dedeng-Abfolge werden. Dedeng-Dedeng, ja. Dedeng-Dedeng. Ja, tatsächlich, das ist es. Das ist es. Das ist er! Der Mann fürs Leben! Der Lampada! Ja, genau, da macht man beim zweiten Mal aber die Wurfmeister. Ja, ja, nicht schwingen! Nein! Genau. Du kannst bei ihm ja genau den gleichen Hüttentango machen, ne? Sehr gut, sehr schön. Tormo, traumhaft. Das ist die beste Stelle. Alter, was geht? Dass du dieses Ducken. Ah, jetzt pass auf. Oh, das war nur die scheiß erste Form. Unmöglich, ich bin der Schnellste, den die Welt je gesehen hat. Sag mir, wie ich diesen Fluch auch hebe, oder? Aufhebe meine ich natürlich, Entschuldigung. Ich hab. Stellst du dir das doch einfach vor, Linja? Das alles hier ist größer als du oder ich. Ich setze dem ein Ende. Dein Dämonenkönig ist als nächster dran. Gib dich keiner Täuschung hin, Messenger. Keiner von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Wenn ich die Schriftrolle nicht bekomme, dann wird sie zerstört. Okay. Ach so. Ich hätte auch was gedacht. Ja, was soll ich denn machen? Du musst da runter. In den Tod. Okay, in der Hölle gibt's halt auch noch einen Keller, ne? Ja. Ha! Ah, Vorruhe! Puh, das war knapp! Ich habe dich, Kumpel! Danke, jetzt sind wir wohl quitt! Oh ja! Wie lautet dein Name? Manfred! Das ist ein merkwürdiger Name für einen Himmelsdrachen! Willst du weitermachen? Das ist nicht mein Geburtsname! Ich wollte immer ein Butler sein! Okay! Naja, man sollte sich für den Job anziehen, den man haben will, nicht für den, den man schon hat, oder? Ah ja? Nenn mich einfach Manfred! In Ordnung, Manfred. Was hast du so gemacht, bevor du die Dämonen unter Kontrolle getraten? Jetzt ist nicht die Zeit für Erklärung. Das ist dein großer Moment. Okay.
Jetzt shoot 'em up, Action. Ja. Ah, okay, okay. Geil, wie mich aus der. Hast du das gerade selber gemacht? Nö, ne? Ja. Nein. Schade. Oh. Aha. Das ist aber ein schäbiger Typ. Vier Köpfe hat er. Mhm. Ach, du hattest gehofft, der Held des Westens kommt. Es gibt keine Prophezeiung für dich, Wurm. Mach dich bereit zu sterben. Ich komme! Peng, peng. Ding, du, Barmakaziel, hat mich wieder einmal enttäuscht, wie ich sehe. Deine Herrschaft ist vorüber, Despot. Glaubst du etwa? Du musst wissen, wo dein Platz ist, Ninja. Unser Fluch wird nie enden und deine Zeit ist abgelaufen. Und was dich angeht, Soldat, ich kann es kaum erwarten, bis meine Diener kurz einen Prozess mit dir machen. Oh oh. Das war der Wahnsinn. Hey! Du bist der Held des Westens, nicht wahr? Nein, ich bin, hat mich meine Reise so weit in den Osten geführt, dass ich vom Westen aus in mein Dorf zurückgekehrt bin? Alles ist so anders. Hat mich der Turm der Zeit wirklich in die Zukunft geschickt? Ich schätze mal, das bedeutet... Hey, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich, glaube ich. Verzeihung? Ich meine, nimm diese Schriftrolle. Du musst mit ihr die Welt durchqueren und sie auf den Gipfel des höchsten Berges bringen. Wirklich? Ich bin sowas von bereit, diesen Außenposten zu verlassen. Ja, ein Messenger wird gebraucht. Ein Messenger? Viel Glück! Was? Nimm einfach die Schriftrolle! Oha. Alter, haben wir jetzt einen Shoot'em-up à la Contra, oder was? Sehr geil. Und so schloss sich der Circle of Time. Meine Zeit als Messenger ist also vorbei. Was mache ich jetzt? Naja, du könntest dir einen Moment Zeit nehmen und die Enthüllung würdigen, dass alles nur eine Schleife ist. Nix da! Ich möchte weiterhin an diesem Abenteuer teilhaben. Oh, dazu kommen wir gleich. Was meinst du? Ich meine, dass es an der Zeit ist. An der Zeit für was? Dass du endlich den Schrank öffnest. Wirklich? Ja, na los, öffne ihn. Okay. Oh. Hä? Das ist nur ein Kleiderschrank, in dem blaue Kutten aufbewahrt werden. Hm, na klar, wonach sah es denn aus? Nun, steh da nicht so rum, schnapp dir eine in deiner Größe. Okay, ich drück nach oben. Ich glaube, da kommt jemand. Stell dich hinter die Theke. Bist du das gar? Nee. Ah, der Messenger. Ich hatte dich nicht so früh erwartet. Was ist das hier für ein Ort? Das ist der Laden. Sieht gar nicht aus wie ein Laden. Hey, das habe ich auch gesagt. Ich meine, sehe ich etwa aus wie ein Ladenbesitzer? Was? Nichts für ungut. Hier ist ein Power-Up, mit dem du deinen Strahl aufladen kannst. Oh, es gibt auch Upgrades? Schöne Sache. Das ist ja geil. Also, danke für das Strahlungsaufladungs-Upgrade. Sicher doch. Wenn ich mir das so ansehe, dann sollte das machbar sein. Ja, deshalb hat Raytroid es vor Jahrzehnten erfunden. Wer ist Raytroid? Nur diese Fortsetzung eines alten Witzes. Kapier ich nicht. Manche werden es verstehen. Das gefällt mir. Hey, ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung, nur irgendwie langweilig. Nein, ich meine, der letzte Besuch deines Messengers ist eine Weile her. Ach, ich weiß nicht, ich bin doch auch nicht so oft in den Laden gekommen. Du bist im Turm der Zeit, weißt du noch? Das heißt? Das heißt, dass sich der Turm automatisch zum nächsten wichtigen Moment bringen soll. Und der wäre? Entweder der Moment, in dem dein Messenger den Laden betritt, oder der, in dem er stirbt. Oh! Ist dein Messenger gestorben? Woher soll ich das wissen? Indem du die Kristallkugel benutzt. Wenn Quabel nicht innerhalb von 10 Sekunden losgeschickt wird, ist dein Messenger endgültig erledigt. Und wann genau wolltest du mir das sagen? Oh nein! Oh nein, 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 nein!
Wir müssen das wieder hinbiegen. Ach, jetzt sind wir schon wir? Komm schon, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um sich zu streiten. Wir müssen das ganzheitlich betrachten. Ganzheitlich betrachten? Was soll das überhaupt bedeuten? Das bedeutet, dass ich genauso verloren bin wie du, dich aber trotzdem in dem Glauben lassen möchte, dass ich hier der Klügere bin. Ich werde die Schriftrolle holen. Warte kurz. Bin gleich wieder da. Ich muss mit dem anderen sprechen. Auf der Schachtel wäre... Oh. Also gut, wir haben uns geeinigt. Es liegt an dir, das Ganze zu Ende zu bringen. Wirklich? Ja, wirklich. Du warst eh nicht gerade der geborene Ladenbesitzer. Ich lasse die Schriftrolle zusammen mit deiner Kleidung da. Komm zu uns, wenn du dich umgezogen hast. Geh mal wieder zum Schrank. Da hängt ja noch mein Outfit. Ja. Was passiert, wenn man jetzt hier rechts rausgeht? Na, geht nicht. Das ist aber jetzt spektakulär. Ist ja interessant. Ja, das war aber eine sehr charmante... Okay, und hier ist, glaube ich, der Moment, wo wir jetzt auch zum Ende kommen müssen. Noch einmal luschern. Aber nur das reicht geluschert. Ah, haben wir noch einmal rechts luschern. Komm. Einmal rechts luschern. Das sind wahrscheinlich jetzt die 35 Schatulleninhalte. Da ist der kleine Dicke. Nee? Ach, jetzt habe ich ja schon... Es wurde gerade gespeichert. Ja, geil. Das war, sah das schon immer so aus? Ja, wir haben noch nicht reingeklickt. Sicher? Ja. Würde ich jetzt einfach mal ganz frech so behaupten. Na gut, okay. Das war aber doch eine schöne Session. Ja. Interessant, das war sehr witzig. Das haben sie gut gemacht. War geil. Also, wir haben vieles gut gemacht. Ja, aber auch das toll, das macht richtig Spaß. Das war ein Toll-Tale. So. Oh, Toll-Tale. So, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Ist das so? Ja, ist doch so, oder? Ja, ist so. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Klicken, vielen Dank für alles. Ihr seid toll. Tschüss.